Bei der Landingpage-Optimierung ist es natürlich wesentlich, dass das Werbemittel und die Landingpage optisch gut zusammenpassen. Denn das ist etwas, was im Kurzzeitgedächtnis der Websurfer sich sofort verankert hat. Erkenne ich die Farben wieder, erkenne ich das Design wieder und damit weiß ich sofort, hier bin ich richtig und wir sparen uns wertvolle Bruchteile von Sekunden und können schon direkt unsere Markenbotschaft bzw. unsere Hauptbotschaft, unsere Haupt-Call-to-Action oder das Conversion-Ziel unserer Landingpage an den Kunden kommunizieren. Hier habe ich ein interessantes Beispiel gefunden von Oyono. Oyono, vermutlich. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Ja, drei Phasen für den guten Schlaf lautet es hier auf diesem Werbebanner. Ja, und dann klickt man auch da drauf. Mehr erfahren wird uns angesagt. Wir wissen ja, if you want them to click, tell them, ist so eine alte Usability-Regel. Und schon klicken wir auf dieses Banner drauf. Und was passiert? Letztendlich, zack, ich komme eben auf diese Landingpage. Ja, und wie wir da weiterkommen, schauen wir uns gleich an. So, und jetzt sind wir auch direkt auf dieser Landingpage gelandet und wollen hier mal ein bisschen durchsurfen. Und wir sehen schon sofort, okay, Werbemittel und also das Versprechen auf dem Werbebanner wird hier sofort eingelöst. Oyono, drei Phasen, guter Schlaf, jetzt auch als Großpackung erhältlich. Na wunderbar. Wir sehen es, es ist ein großes Bild, wir kommunizieren, also die Webseite oder die Gestalter dieser Landingpage kommunizieren sehr, sehr schnell über die Bilder, auch das mit den Mondphasen. Wir merken, es kommt eine gewisse Ruhe hier herein und wir sprechen auch schon direkt den Bedarf der Besucher hier an, vermutlich der Zielgruppen, was denn mit diesem Produkt gemeint ist. So, jetzt wollen wir uns das nochmal ansehen. Hier haben wir plötzlich die Möglichkeit, ein 3D etwas uns anzusehen. Ich klicke drauf. Naja, gut, dann scrollt die Webseite runter und dann dreht sich einmal die Packung im Kreis. Ob das jetzt zielführend ist für die weitere Botschaft oder und das Verständnis, weiß ich noch nicht. Wir scrollen mal wieder zurück, denn irgendwie haben wir ja wichtige Teile vergessen. Also, was erzählt uns Oyono nun? Die besondere Rezeptur für ihren Schlaf. Aha, sehr gut. Wir wissen ja, die Besucher skimmen ja nur durch unsere Seite durch oder scannen sie grob ab. Das heißt, lesen nicht alles, werden vermutlich im oberen Teil der Landingpage auch nur die Überschriften lesen. Können wir allein nur durch das Lesen von Überschriften herausfinden, worum es hier geht? Das ist auch so ein kleiner klassischer Test, den Sie auf Ihren eigenen Landingpages jederzeit machen können. Lesen wir einfach mal die Überschriften der Reihe nach vor und ergibt das eine Geschichte. Ja? Und schon wissen Sie, ob die Landingpage, die gestaltet worden ist, für Sie gut oder schlecht ist. Oyono, die besondere Rezeptur für Ihren Schlaf. Packungsgrößen, oje, Produkteigenschaften, Inhaltsstoffe, Verzehrempfehlung, na schade ein bisschen. Ja? Hier hätte man durchaus etwas mehr Botschaften reinbringen können, nämlich für diejenigen, die nur drüber skimmen wollen über die Seite. Okay, gehen wir nochmal zurück. Einschlafen, ruhig schlafen, durchschlafen, das sind die drei Dinge, die sich jeder wünscht und so weiter und so fort. Ja, sehr gut gemacht. Ja? Also vom Inhaltlichen her ist im Wesentlichen alles da. Man müsste einfach nur designmäßig ein bisschen an diesen Elementen schrauben, die wesentlichen Botschaften in größere Überschriften rausheben, damit wir sie schön abscannen können. Und ein tolles Element zum Scannen ist natürlich auch immer die Aufzählungsliste. Und die könnte man hier eigentlich auch einbauen. Trotzdem, wesentlich inhaltlich gut gemacht. Gebrauchsinformationen gibt es auch noch. Zum Angebot kommen wir hier plötzlich. Aha, erhalten Sie in allen Apotheken, das ist eine gute Sache, kann ich gleich verstehen. Klicken wir mal da drauf zum Angebot. Mhm. Jetzt geht hier so ein Fensterchen auf. Sie merken schon, das sollte man grundsätzlich so nicht machen. Warum? Die sogenannten Mission Critical Elements, also die Elemente, die notwendig sind, um ein Conversion-Ziel zu erreichen, das zu verstecken, eher unglücklich, denn wenn die Leute nur schnell über die Seite drüber gehen, sehen sie das Ganze nicht. Gut, was können wir hier machen? Eine Apotheke in unserer Nähe finden, auch gut. Oder hier Versandapotheken aktivieren. Klicken wir mal auf das Plus, was passiert dann? Oh je, nur ein Reveal von einem einzigen Element. Das hätte man unter Umständen ein bisschen besser machen können. Wie gesagt, da würde ich das schon gleich mal aufklappen, wenn es sich nur um ein Element handelt. Guter Hinweis, Sie verlassen unsere Website und so weiter, blablabla. Alles klar, hier gehen wir mal ein. 80331, wir sind ja hier in München, richtig, Google hat es erkannt, suchen wir mal und da hätten wir einige Apotheken ums Eck.
Ja, und dann könnte man das Produkt kaufen. Okay, wir werden auf eine neue Seite weitergelandt, ihreapotheken.de. Okay, ist auch eine Plattform, quasi das Lieferando für Apotheken sozusagen. Auch gut. Okay, so, was passiert nun weiter? Bleiben wir noch mal ein bisschen auf der Landingpage, denn letztendlich wollen wir ja verschiedene Buyer Stages ansprechen, unterschiedliche Zielgruppen. Da geht es darum, diejenigen, naja, Oyono habe ich überhaupt noch nie gehört, keine Ahnung, was soll denn das überhaupt sein? Aber das mit dem Schlafen, das wäre eine Thematik von mir. Und dann gibt es diejenigen, also das wären diejenigen, die sogenannte Awareness, die Aufmerksamkeit einmal brauchen, dass es überhaupt hier Hilfsmittel gibt aus der Apotheke. Und dann hätten wir vielleicht diejenigen, die sich entscheiden müssen schon. Ja? Die sind ja schon in der Decision-Phase. Soll ich jetzt der Oyono nehmen? Soll ich ein anderes Präparat nehmen? Oder soll ich es mal versuchen mit Spazieren gehen, was auch immer? Ja? Oder Sport davor? Andere Möglichkeiten. Und letztendlich dann hätten wir schon die Leute, die jetzt da in der Kaufphase sind, für die wäre jetzt genau dieser Call to Action hier und in der Apotheke ums Eck etwas zu bestellen. Wir müssen also auch noch die anderen beiden Zielgruppen berücksichtigen. Und die könnten wir natürlich hier noch mit reinholen. Wie gesagt, das muss man nicht immer machen, aber bleiben wir noch ein bisschen auf diesen Landingpage-Elementen. Gut, Inhaltsstoffe, ich höre es sehr oft, ja, sollen wir die Sachen einklappen? Sollen wir so ein Akkordeon machen, weil sonst steht ja zu viel da. Ja, besser ist es, wenn man das ganze Zeug ausklappt, denn dann können wir es nämlich rascher überscannen und überfliegen und lesen dann das, was wir eben wissen wollen. So hat man natürlich ein bisschen den Nachteil, dass sie oder der Anbieter hier, Oyono, die Botschaft nicht vollständig vermitteln kann. Gut, dann hätten wir auch noch ein Video mit drin. Das wissen wir auch. Wenn wir auf Landingpages Videos machen, müssen wir die Menschen dazu motivieren, sich das Video anzusehen. Wie macht man so etwas? Man muss im Endeffekt die Zeitspanne sozusagen angeben. Welche Zeit muss jemand investieren in das Ganze? Das ist auch ein berühmtes Usability-Muster der sogenannten Steuerbarkeit. Ist der Besucher in der Lage, die Richtung und die Geschwindigkeit selbst zu bestimmen? Das wollen wir. Das ist auch so eine Systematik von uns. Dann glauben wir, wir sind in der Hoheit und können sozusagen alles selbst in die Hand nehmen und Marketing oder gewiefte Marketing-Profis nutzen das natürlich und geben dem Besucher eine scheinbare Steuerbarkeit in die Hand, um ihm natürlich das Gefühl der Hoheit zu geben und zu suggerieren, alle Entscheidungen würde er selbst treffen. Dieses Gefühl der Steuerbarkeit könnte man hier durchs Hinzufügen, zumindest mal von der Dauer, aber durch auch noch ein paar weitere kleine Maßnahmen, die den meisten Usability-Experten ja bekannt sind, noch hier anführen, wie beispielsweise, was einen erwarten würde in diesem Video und was man davon hat, wenn man sich's zu Ende sieht. Genau, so. Hier die 3-Phasen-Tablette unterstützt beim Einschlafen, bei ruhigem Schlaf, bei Durchschlafen ohne Unterbrechung. Na, das sind ja wunderbare Versprechen und diese löst vermutlich das Produkt auch ein. Und hier würde ich sagen, diese Elemente würde ich bereits an den Anfang der Landingpage hieven, denn so habe ich schon mal grundsätzlich das sogenannte Big Picture aufgebaut und dann funktioniert es auch besser mit der Durchscrollen. So, dann könnte man uns noch weiterleiten auf eine andere Website. Das machen wir jetzt aber aufgrund der Zeit hier nicht. Es gibt 2 Packungsgrößen, sehr gut. Die Richtung ist schon einmal gemacht mit Inhaltsstoffen, Melatonin und Vitamin B. Perfekt, hier erklärt man nochmal das Produkt sehr gut. Wie gesagt, am Anfang würde ich einfach nur mal umbauen, ja, damit die sogenannte Chronologie richtig ist oder die Erzählform. Wir sprechen hier vom sogenannten narrativen Charakter. Und deswegen ist es eben wichtig, die Reihenfolge hier bei diesen Produkten zu beachten. Hier haben wir nochmal die Inhaltsstoffe, sehr gut. Das ist die sogenannte Zweiflerregion. Diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob das hier jetzt ein gutes Produkt ist und sagen, ja, was wird denn da drin sein? Und dann erklärt man das alles der Reihe nach und perfekt gemacht. Eins wissen wir natürlich auch, seitliches Scrollen über die kleinen Pünktchen nicht so gut. Visiati nennt sich der Effekt. What you see is all there is. Ja, wenn ich Englisch spreche, das ist auch lustig, oder? Aber gut, wir wollen natürlich hier alles aufblättern, damit der Kunde und der potenzielle Käufer eben sieht, was hier letztendlich alles im Produkt drin ist. Das sollte man grundsätzlich nicht verstecken. Okay, dann häufig gestellte Fragen. Was macht man mit häufig gestellten Fragen? Generell ist es ein sehr wertvolles und wichtiges Marketinginstrument, in dem, dass man schon den Wind aus dem Segel nimmt gegen die Zweifler oder diejenigen, die sagen, ja, was wird denn das schon wieder für ein Produkt sein? Aber sie beantworten zusätzlich Fragen, um noch weiter Kundennähe und höheres Verständnis aufzubauen. Dazu nutzt man im Regelfall diese häufig gestellten Fragen.
Perfekt. Was wir auch noch, kann man es in der Schwangerschaft einnehmen und so weiter, ja, oder in der Stillzeit sind auch oftmals solche da, was passiert bei Diabetikern und so weiter und so fort. Viele Fragen, was alle FAQs, ja, ob die Zielgruppe mit dem Wort FAQs was anfangen kann, FAQ, wie auch immer. Und zum Abschluss einer Landingpage sollte man natürlich immer den richtigen Call to Action setzen. Hier suggeriert der starke Wechsel von Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe. Das heißt also, die Hintergrundfarbe wechselt von sehr hell auf dunkel. Dem Besucher eigentlich, hier ist es abgeschlossen, hier ist es aus. Im Footer-Element ist direkt nochmal dieser Apotheken-Finder hier mit drin. Das würde ich an dieser Stelle nicht machen, sondern eher dort am Schluss zu sagen, jetzt suchst du dir deine Apotheke in der Nähe aus. Also das Element, das wir bereits oben hatten, das würde ich am Ende platzieren. Warum? Denn so ist dann auch der richtige Charakter durchgezogen. Was können wir uns also von dieser Landingpage und dem Banner mitnehmen? Sehr gut gemacht ist auf alle Fälle die optische, designästhetische Verknüpfung und Verschränkung des Banners mit der Webseite. Dann auch die einzelnen Elemente, die wir hier gesehen haben, sind im Wesentlichen gut gemacht, wertig und stützen unsere Botschaft. Wichtig ist nur, am Anfang nicht zu lange Text- und Lesepassagen zu haben, denn am Anfang wollen wir mal abscannen, ist das überhaupt für mich etwas? Warum sollte ich hier weiterlesen? Wir kennen es ja aus den berühmten W-Fragen, die ein Besucher an die Webseite stellt. What's in it for me? Ja, was habe ich davon, hier weiterzulesen? Und Text lesen möchte ich nicht, deswegen machen wir skimmbare, einfache Elemente. Ja, wem das gefallen hat, der kann ja gerne auch noch die nächsten Videos sich ja ansehen oder zumindest mal den Kanal ein bisschen abonnieren. Dann hören wir uns bei der nächsten Review auf alle Fälle wieder.